Damals wurde ich halt erstmal vegetarisch, ein Jahr später vegan, aber Ja. wirklich noch sehr ungesund vegan. Also viele Industrieprodukte gegessen, die passend zum Thema sehr schleimbildend sind. Und dementsprechend ging es mir dann auch nicht, also man hat schon einen gesundheitlichen Unterschied gemerkt, aber ich habe mir ehrlich gesagt mehr erhofft. Hi Leute. So, heute mal das erste Video von uns beiden zusammen Genau. in Persona. Es war gerade in Würzburg, Rohkost Potluck, und Emma hat da vorbeigeschaut. Und da dachten wir mal, suchen wir uns heute mal ein schönes Thema raus für euch, weil wir auch immer wieder gefragt wurden. Also erstmal, wer Emma noch nicht kennt, Ja. wir hatten schon mal Videos zusammen gemacht. Ich verlinke ihren Kanal mal unten drunter. Emma, ja, du kannst auch gerne dich nochmal selber vorstellen, wenn du willst. Gerne noch Genau. was. Ja, also für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Emma. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem ich jetzt seit fast 4 Jahren Videos zu den Themen, ja, gesunde Ernährung, Minimalismus, Rohkost hochlade. Und ja, das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Ja, Genau. voll cool. Und genau, also wie gesagt, Link ist unten drunter. Und wir dachten mal, weil wir haben ja beide schon ein bisschen mit schleimfreier Ernährung Ja. Arnold Ehret ausprobiert. Ich habe sie auch immer wieder die Schriften verlinkt. Also für jeden, der es nicht kennt, nochmal unten drunter zur Info. Also auf der Webseite, ich verlinke es unten drunter unter kostenlosen Downloads, findet da die Schriften von Arnold Ehret. Also Arnold Ehret hatte die schleimfreie Heilkost begründet. Er hatte damals ein Nierenleiden und hat sich halt davon geheilt und hat dann halt Menschen auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit begleitet. Und die Schriften sind super interessant. Es ist so logisch, klar, es gibt ein ganz anderes Verständnis von Krankheit und Gesundheit. Und ja, deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, die mal anzuschauen. Wie gesagt, die schleimfreie Heilkost gibt es als PDF kostenlos und auch noch ein paar andere Schriften. Und dann gibt es von ihm eben auch die Bücher, die hatte ich auch, sind auch unten drunter in der Infobox verlinkt. Ja. Gesunde Menschen, Band 1 und 2. Genau, wenn euch das noch interessiert, das sind halt nochmal diese ganzen deutschen Schriften wirklich zusammengefasst. Und ja, bei uns kam eben oft die Frage, wie ernähren wir uns so, schleimfrei oder nicht, oder wie schaut das Ganze aus? Und deswegen wollten wir heute das Ganze mal im Video mit euch teilen. Und vielleicht Genau. fängst du mal an, oder? Gerne. Wie es bei dir ausschaut. Ja, also bei mir war es so, dass ich vor 7 Jahren damit angefangen habe, meine Ernährung umzustellen. Damals wurde ich halt erstmal vegetarisch, ein Jahr später vegan, aber wirklich noch sehr ungesund vegan. Also viele Industrieprodukte gegessen, die passend zum Thema sehr schleimbildend sind. Und dementsprechend ging es mir dann auch. Also man hat schon einen gesundheitlichen Unterschied gemerkt, aber ich habe mir ehrlich gesagt mehr erhofft. Und dann bin ich halt nach und nach darauf gekommen, wirklich frische pflanzliche Lebensmittel einzubauen. Vor 5 Jahren fing ich dann damit an, Rohkost in die Ernährung einzubauen. Und ja, habe meinen Rohkostanteil immer weiter erhöht. Und irgendwann bin ich dann auch auf die Schriften von Arnold Ehret gestoßen und das hat wirklich noch mal ganz viel verändert für mich. Also mein Verständnis über Gesundheit wurde dadurch noch mal viel schärfer, viel klarer. Und das, was er halt in seinen Büchern geschrieben hat, das konnte ich dann an mir selbst feststellen. Also als ich zu der Zeit dann noch so Dinge wie Kartoffeln und Reis gegessen habe, das war dann ungefähr vor 4 Jahren, konnte ich das eben auch an mir selber sehen, dass diese Lebensmittel schleimbildend sind. Und wenn ich eben Sachen wie Wassermelone oder aber auch einen Salat gegessen habe, dann habe ich da nie irgendwie Schleim wahrnehmen können und es ging mir auch besser. Also die mentale Klarheit war einfach viel stärker, viel mehr Energie hatte ich, ein unglaubliches Leichtigkeitsgefühl und das wollte ich dann auch nicht mehr missen. Und deswegen habe ich dann nach und nach die schleimbildenden veganen Lebensmittel aus meiner Ernährung rausgestrichen und immer mehr Blattsalate, Gemüse, Früchte eingebaut und heute ist es so,
dass ich mich schleimarm ernähre, aber noch nicht 100% schleimfrei. Also da mache ich mir aber auch keinen Stress oder so. Ich habe da auch ehrlich gesagt gar kein Ziel vor Augen, dass ich mir sage, okay, ich möchte in 3-4 Jahren irgendwie 100% schleimfrei leben, sondern ich gehe einfach den Weg und schaue, wie sich das entwickelt. Und jetzt bin ich aber an einem Punkt, an dem ich klar merke, dass es 100% schleimfrei noch nicht möglich ist, vor allem, weil ich jetzt auch in der Großstadt lebe. Ja. Und da braucht man das halt, dass man abends irgendwie doch nochmal was Dichteres. So dazu wollten wir auch noch dann ein Video machen auf Emmas Kanal, oder gibt es dann, könnt ihr dann auch mal direkt drauf schauen. Wirklich diese Gefahren, weil dieses komplett schleimfrei, es ist halt von jetzt auf gleich sowieso überhaupt nicht möglich. Und auch von den Umgebungsbedingungen muss man natürlich immer anpassen. Und da, wenn euch das interessiert, was man da beachten sollte und dass es nicht darum geht, irgendwie von jetzt auf gleich 100% schleimfrei zu essen, dann, ja, das erfahrt ihr dann in dem Video auf Emmas Kanal. Ja. Genau, also wie gesagt, ernähre ich mich schleimarm, damit fühle ich mich auch gut, aber ich habe schon Tage, wo ich dann mal komplett schleimfrei bin, vor allem im Sommer finde ich das sehr angenehm. Aber ab und zu, ein paar Mal die Woche, baue ich dann halt abends Avocados oder vielleicht ein Nussdressing in meine Salate mit ein. Genau. Und ja, damit also, fühle ich mich gut. Fette sind ja allgemein, also wenn euch die Lebensmittel interessieren, ne? Silke und Henry haben dazu super geniale Listen auf Silkes Webseite. Verlinken wir auch mal unten drunter. Und schaut da mal rein. Also grundsätzlich ist es halt so, dass Fette immer natürlich schleimbildend auch sind. In einem gewissen Maß definitiv. Und ja, bei dir ist ja dann auch, also konkret, was ist denn dann so was am Tag, was schleimbildend ist immer, also besonders? Ja, dann halt die Fette, ne? Genau, also nur die Fette eigentlich. Avocados, Nüsse oder wenn ich halt mal in den Tropen bin, auch sowas wie Kokosnussfleisch, das ist ja auch ein Fett. Aber auch Durian, das ist auch ein bisschen schleimbildend. Genau, und tagsüber halte ich es dann aber schon schleimfrei. Also ich praktiziere das intermittierende Fasten die meiste Zeit, beziehungsweise einfach das Frühstücksfasten, dass ich morgens nichts esse. Mir einfach gern Saft presse, Selleriesaft oder Karotten-Apfelsaft, irgendwie sowas in der Art. Oder genau, vielleicht auch mal eine Wassermelone esse. Und ja, also vormittags, den Tag über halt Früchte, Smoothies, Säfte, die dann schleimfrei sind, und abends entweder irgendwie einen schleimfreien Salat oder Zucchini-Nudeln mit Tomatensauce, das ist ja auch schleimfrei, oder wenn ich merke, okay, ich brauche jetzt ein bisschen Fett, was mich einfach ein bisschen erdet in der Großstadt, ein bisschen das Ganze abdämpft und dass man da im Gleichgewicht bleibt. Dann halt so Sachen wie Nüsse, Avocados. Ja, genau. Also bei mir ist es relativ ähnlich. Ich mache halt auch früh erstmal nichts, dann meistens irgendwie so 12, 1 Uhr, dass ich irgendwie im Moment jetzt im Sommer einfach eine Melone oder sowas esse und dann eine Schüssel Salat und da halt Gurken, Blattsalat rein, geschälte Hanfsamen, sowas eben. Oder halt dann Avocado rein und so eine Schüssel Salat am Abend eigentlich nochmal. Ja, das ist es eigentlich, also halt, und vom Fett her ist es halt echt so, bei mir merke ich immer, und deswegen das Wichtigste ist halt eigentlich echt immer so das Körpergefühl, danach zu gehen, das anzupassen an die Umgebungsbedingungen, und dann auch ist es sowas, wo sich halt über mehrere Tage mal verändern kann, so, ich habe manchmal Tage, wo halt gar kein Fett, so, da ist es wirklich schon, wenn ich irgendwie Löffel Avocado zu viel esse, ist es halt viel zu viel und man fühlt sich so völlig platt. Aber manchmal, wenn ich halt merke, so, ey, jetzt ist es gerade halt einfach in Ordnung und länger irgendwie kein Fett gehabt oder so, dann weiß ich nicht, kann ich auch mal 4 Avocados oder so am Tag essen. Mal 2 im Salat mittags und abends oder so. Genau, und Avocados ist auch nochmal was ganz anderes, weil da sollte man halt auch immer drauf schauen, dass man sich nicht zu sehr an diese Labels orientiert. Es geht halt grundsätzlich wirklich darum, umso natürlicher, umso besser. Und Fett ist halt nicht gleich Fett. Und da kann man halt wirklich schauen, dass man erstmal von diesen denaturierten Ölen wegkommt, diese hocherhitzten Öle. Und
dann halt eben erstmal kaltgepresste oder dann halt Avocado. Auch da ist viel mehr Wasser dran gebunden, ist was ganz anderes von der Verdauung, als wenn man da irgendwie Öl oder dann Nüsse sind halt auch nochmal ein bisschen schwerer. Genau, Nüsse esse ich ab und an. Genau. Aber dann halt auch nicht in großen Mengen, weil ja, es dehydriert dann auch, das merkt man immer, oder ja, von der Verdauung. Genau. Ja, genau. Das ist eigentlich, wie wir es machen. Ja. Schleimarm, aber nicht komplett schleimfrei halt. Vielleicht mal zwischendrin eben Phasen, je nachdem, wie das Wetter auch ist, oder dann halt mal Fastenphasen. Ja, wenn ihr da noch Fragen zu habt und wenn euch das Video gefallen hat, erstmal einen Daumen nach oben, teilt es gern, damit es mehr Leute erfahren. Gerade die Schriften von Erl, ich bin da total begeistert, dieses einfach, klare, logische. Wie gesagt, gibt es zum kostenlosen Download die schleimfreie Heilkost. Dann teilt das Video unbedingt. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann drunter kommentieren. Und ansonsten, wenn ihr da halt auch noch irgendwie unsicher seid, okay, wie schnell kann ich da umstellen, weil am Anfang das mit den Früchten ist halt auch immer so dieses Thema, wenn man zu viel Früchte umstellt oder auch isst oder halt auch zu schnell umstellt, ne, dass halt dann teilweise extreme Entgiftungserscheinungen auftauchen können. Oder wenn man dann halt auch nicht weiß, wie man das gerade im Arbeitsalltag irgendwie integrieren kann oder im Alltag, dann kann es halt sehr kritisch werden, dass man da halt in einen Zustand kommt, wo man sehr energielos ist. Das Ganze halt im Blut ein bisschen stagniert und ist halt auch für die Organe dann nicht toll, für die Leber und die Zähne leiden oft auch drunter, gerade bei zu viel Früchten. So. Ja. Und genau, dazu habe ich aber auch noch ein extra Video gemacht, könnt ihr mal auf meinem Kanal anschauen oder ich verlinke es in der Infobox, wenn ich dran denke. Genau, wenn ihr da eben noch selber mal euch einordnen wollt, dann könnt ihr auch gerne unten drunter kostenloses Erstgespräch ausmachen und dann können wir einfach mal sprechen, eure Situation anschauen und schauen, ob wir euch da helfen können. Und ansonsten, jo, euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss. Ciao.